Jo Leute, was geht ab? Shopperium Customs ist wieder am Start. Nee, Quatsch. Aber nichtsdestotrotz, heute will ich so ein bisschen das Motorrad ein bisschen personalisieren. Hab da was mir bestellt. Und zwar sind das so Blinker, LED-Blinker mit gleichzeitig Tagfahrlicht drin für vorne. Habe ich bestellt von der Firma Hornig. Kein Sponsoring oder irgendwas, ne? Ich habe das Ganze mal bestellt oder irgend, also jetzt wurde nichts zugeschickt oder so, nur schon mal vorneweg. Die Firma Hornig macht, glaube ich, nur, also ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, die machen nur Ersatzteile oder Anbauteile für BMW-Motorräder. So wie, was gibt es da noch? Wunderlich, glaube ich. Die machen, glaube ich, auch nur für BMW. Egal, auf jeden Fall, das werden wir heute mal anbauen. Ja, und ja, wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann würde ich sagen, bleibt dran. Ja, also momentan ist es ja so, dass wenn ich das Standlicht anmache, dass das dann so aussieht. Und wenn ich dann blinke, sieht das so aus. Na? So, wir bauen jetzt die neuen Blinker an und dann schauen wir mal, wie das aussieht. So, als erstes müssen wir den Spiegel abbauen. Und ich muss sagen, ich habe das Motorrad ja jetzt schon mehrfach auseinandergebaut, beziehungsweise die Verkleidung. Wegen Bremsflüssigkeitswechsel, Verlegung der neuen Bremsleitungen etc. Deshalb kenne ich mich aus. Aber ich muss sagen, nichtsdestotrotz, jedes Mal finde ich es ein bisschen ja, komisch, das so zu tun. Aber man muss es halt so tun. Und zwar legt ihr die Hand hier vorne dran und schlagt dann mit der anderen Hand hier hinten quasi drauf. Ja. So, das hört sich jetzt richtig heftig an. Aber genauso muss es halt gemacht werden. Ja, so und dann habt ihr den Spiegel in der Hand und dann bauen wir jetzt mal die neuen Blinker ein. So, als erstes haben wir hier drei Schrauben, die wir lösen müssen. Das ist einmal die, dann haben wir die hier und ich muss gerade mal gucken auf der Kamera. Hier, da ist auch noch eine. Die lösen wir jetzt erstmal. So, dann machen wir jetzt weiter. Ich gucke jetzt gerade durch die Kamera, deswegen ist das nicht ganz so einfach. Hier, glaube ich, waren wir, oder? Dann haben wir hier einen. Und dann haben wir hier einen. So, aufpassen, dass wir die Schrauben nicht verlieren. So, insgesamt drei Stück, alle gleich lang. So, und jetzt sollten wir hier den Spiegel rausbekommen. Na, da sitzt jetzt der Spiegel mit dran. So. Ja, und jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch, hier ist jetzt eine Unterlegscheibe irgendwie. Es scheint so, als ob die da nicht hingehört. Ja, da ist schon das Plastik gebrochen, okay. Sollte nichts machen, weil wir ja jetzt eh neue verbauen. Also auf jeden Fall habt ihr dann hier noch eine Schraube. Die müsst ihr dann lösen. Ja, und jetzt habt ihr hier den Salat. Ja, da hat jemand hier eine Unterlegscheibe irgendwie draufgeklebt oder so. Naja, gut. Auf jeden Fall brauchen wir das jetzt nicht mehr. Wir nehmen jetzt hier uns unseren neuen Blinker. So, das ist jetzt hier der neue Blinker. Den setzen wir quasi in umgekehrter Reihenfolge wieder dran. Da ist auch noch das Plastik ganz. Das wird da irgendwie so untergeklemmt hier. Ja. So. Und dann wird das hier reingeklemmt. So, und dann kann man das hier unten ganz normal festschrauben. So, nehmen wir wieder die Schraube. Setzen wieder rein. Stellen wir unseren Schrauber um. Auch hier alles nur Plastik, wirklich nur ein bisschen sachte anziehen,
weil sonst ist man da ruckzuck durch. Ja? Das hier ist diese Haltenase, die setzt sich quasi hier in dieses Loch rein und wird dann hier gehalten. Ne? Und so sieht das Ganze aus. Schon mal so viel, viel geiler wie der andere. Ja, und dann in umgekehrter Reihenfolge wird jetzt hier der Spiegel wieder aufgeschraubt. Die Kabel lassen wir hier rausgucken. So und so. Jetzt gucken wir, ob das mit den Löchern halbwegs passt. Ja, passt. Und dann können wir hier auch wieder die Schrauben einschrauben. So, also wir haben jetzt hier pro Blinker 3 Kabel. Ja, wir haben hier ein blaues, das ist Plus. Dann haben wir braun, ist Masse. Und das weiße, da haben wir noch ein extra weißes Kabel dazu. Ich kann es euch mal zeigen. Hier, ja, das ist quasi die Verlängerung runter zu den zum Standlicht, zu der Standlichtbirne. Und da werden wir das weiße Kabel einlöten, damit wir dann auch das Tagfahrlicht haben. So, also dann bauen wir den Spiegel schon mal wieder an und dann kann es weitergehen. So, die Birne inklusive der Fassung brauchen wir logischerweise nicht mehr. Das heißt, wir können das hier einfach abstecken. Einmal Plus. Oh, das sitzt aber ziemlich fest. Meine Güte. Na komm, so, einmal Plus. Und einmal Masse. Zack, dann kann das schon mal weg. So, das Kabel habe ich jetzt eingefädelt. Hier unten könnt ihr sehen, hier unten, da kommt es hier raus. So, und dann kann ich das unten gleich verbinden. Und jetzt machen wir hier oben erstmal weiter. So, hier oben ist dann relativ easy, denn ihr müsst eigentlich nur noch die Kabel miteinander verbinden. Die haben passenderweise auch die gleichen Farben wie vom Motorrad. So, das Weiße, haben wir ja gesagt, fürs Standlicht bzw. fürs Tagfahrlicht. Das kommt wieder ans Weiße dran. So, dann haben wir Braun. Das geht hier auch auf Braun. Ja, da könnte man wieder eine Hand mehr gebrauchen. Aber wir kriegen es hin. Braun geht auf Braun. Und Blau geht dann auf Blau. So, zack. Das war's. Jetzt die Kabel so ein bisschen reinführen. Und dann können wir auch schon den Spiegel wieder anbringen. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr dann auch die Kronen richtig ansetzt. Und dann quasi in umgekehrter Reihenfolge mit gezielten Schlägen anbringen. Ich hasse das, um ehrlich zu sein, weil man muss da wirklich schon ein bisschen gegenhauen. Und man hört dann das auch, also oben sitzt da noch nicht. So, Spiegel ist fest. Das war's schon. Ich hasse das, wie gesagt, wie die Pest, da immer so gegen zu kloppen. Aber gut, gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Ja, also so rein optisch, finde ich, sieht schon richtig gut aus. Ich habe jetzt ziemlich viel für diese Rauchgläser entschieden. Die gibt es auch nochmal in Weiß. Ja, ich wollte aber Rauch. Wir gucken mal, ob zumindest der Blinker schon mal geht. Und wir sehen, der Blinker geht. Geil, oder? Gut. So, jetzt heißt es dann hier unten das Kabel noch verlöten. Und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. So, also ich habe die zwei weißen Kabel. Einmal vom rechten Blinker und einmal vom linken Blinker. Nee, umgedreht. Links, rechts. Von innen lang geführt. Hier, das sind die weißen Kabel. Dann habe ich hier die Birne. Ja, also die Fassung von der Standlichtbirne hier. Die kann man von unten einfach so rausziehen. Die Birne habe ich natürlich rausgemacht, weil ihr dürft nur eins haben. Ja, also entweder Birne oder diese Tagfahrlichter. Dann habe ich hier das Pluskabel von der Birne, habe ich quasi gecuttet. Habe jetzt die andere Seite vom Motorrad, was vom Motorrad kommt, das Pluskabel inklusive den beiden weißen Kabeln jetzt hier zusammen. Und habe die jetzt reingesteckt in so einem Lötverbinder hier. Und jetzt tue ich eigentlich nur noch hier die andere Seite verbinden. So, die drei Kabel vom Motorrad aus habe ich schon drin im Verlöter, im Lötverbinder. Jetzt muss ich auf der anderen Seite nur noch das Kabel, was von der Standleuchte kommt, also von der eigentlichen Birne, Standleuchtbirne,
hier reinpopeln. So. Genau. So, und jetzt müssen wir das nur noch verlöten. Und das machen wir mit Feuerzeug. So, dann wird es flüssig. Dann kurz so halten, damit es wieder, bis es wieder hart wird. So. Und schon sind alle Kabel verlötet. So, jetzt tut man jetzt hier noch quasi den eigentlichen Schrumpfschlauch. Ja, das quasi damit eingebaut. Schrumpfen, ja, damit es wasserdicht ist. Und das war's. Also ich finde, einfacher verlöten kann man nicht. Ich mag diese Lötverbinder echt. Und wenn ich jetzt hier dran ziehe, ihr seht's, es ist fest. Klar, wenn ich jetzt damit richtig Gewalt dran ziehe, dann geht es auch wieder ab. Aber ja, zum Schluss mache ich hier nochmal sicherheitshalber. Muss man nicht, aber ich mache es trotzdem. Nochmal einen Schrumpfschlauch drauf. Ja, wie gesagt, muss man nicht. Das ist auch so dicht, aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ja, natürlich müsst ihr den Schrumpfschlauch, bevor ihr verlötet, drüber ziehen, weil logischerweise wird danach nichts mehr mit drüber ziehen. So, das war's. Und jetzt kann man das hier wieder reinstecken. Ja, müsst ihr euch hier ein bisschen ertasten. Wie gesagt, die Birne darf da nicht mehr drin sein. Ob ihr es macht, keine Ahnung, ob da einer was sagen wird. Aber ich glaube, rein rechtlich dürft ihr es nicht. Ja. So, wieder richtig schön reinstopfeln. Zack. Und das war's. So, jetzt könnt ihr das Kabel noch ein bisschen schön verlegen. Und dann soll es das auch gewesen sein. So, wir gucken dann mal, wie das so aussieht. So, also wir sind fertig. Jetzt kommt der große Test, ob es dann funktioniert. So, einmal Zündung an. Und Licht an. Und? Sieht cool aus, oder? Blinker geht natürlich trotzdem. Gar kein Problem. Ich mache jetzt noch mal kurz Licht aus und dann könnt ihr es noch mal im Dunkeln sehen. So, also jetzt noch mal Licht an. Mal gucken, ob ich den Knopf im Dunkeln finde. Jawohl. Und? Sieht gut aus, oder? Nochmal mit Blinker. Cool. Gut, dann würde ich sagen, passt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Jo, also ihr habt jetzt das ultimative Tuning gesehen. Ihr habt gesehen, es ist brutal einfach. Spiegel abschlagen. Ja, wie gesagt, ich finde das echt ein bisschen komisch. Aber gut, ich werde mich dran gewöhnen. Ja, dann müsst ihr einfach nur das Innenleben ausbauen und das neue rein. Das passt alles 1:1. Die Kabel passen auch 1:1. Wie gesagt, die haben genau die gleichen Farben wie die Kabel, die schon liegen. Ja, ansonsten das weiße Kabel noch anschließen, runterführen, das ist auch einfach. Ihr könnt es auch weglassen. Wenn ihr sagt, ich möchte mein altes Standlicht benutzen, okay. Ich finde es halt, sieht cooler aus, also meiner Meinung nach. Ja, und dann einfach nur das Pluskabel von dem Standlicht trennen, Kabel miteinander verbinden, verlöten. Da könnt ihr ja diese Lötverbinder nehmen, die ich halt auch benutzt habe jetzt. Ne? Ich finde die aber mega gut. Ist halt einfach. Ja? Zusammenstecken, Feuer an, gut. Ja? Und ist dann auch noch, hat quasi schon einen Schrumpfschlauch und so dabei. Ja, man kann es auch normal verlöten, könnte ich auch machen, aber ich mache es ehrlich gesagt so am liebsten. Ja, und dann war es das auch schon. So hat man dann schon mal sein Motorrad wieder ein bisschen fresher gemacht, ja. So, als nächstes kommt dann hier das ultimative, schöne Rücklicht dran. Nicht als nächstes, aber dann jetzt irgendwann. Das wird dann auch auf LED-Basis umgebaut und dann auch mit Rauchgläsern. Also es wird dann dunkler sein und so. Und dann gucken wir mal, was noch so kommt, ja. Gut, dann würde ich sagen, passt es jetzt. Wie gesagt, ihr könnt ja mal schauen bei, Hornig, ja, Hornig, die verkaufen diese Blinker, die verkaufen auch das LED-Rücklicht, die verkaufen auch noch andere Sachen, Fußrasten und so, das will ich demnächst auch noch machen.
weil ich will die ein bisschen weiter runtersetzen, damit ich einfach, egal, ich erkläre es ja schon mal anders. Gut, ich danke euch auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren, Daumen nach oben wäre geil. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr kommt raus. Macht es gut.